Die Kurapotheke Bad Arolsen weitet ihr Angebot aus. Ab sofort können Kunden ihr Rezept auch online abgeben oder von Rabattaktionen profitieren. Sparen Sie Zeit und Geld. Klicken Sie sich rein unter www.kurapotheke-badarolsen.de. Nach einem medizinischen Notfall hat der Bad Arolser Notarzt einen Rettungshubschrauber für einen 68-jährigen Patienten angefordert. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungskräfte, indem die Brandschützer die Wohnungstür des in Not geratenen Rentners öffneten und nach der Versorgung beim Tragen des Patienten halfen. Die Hubschrauberbesatzung flog den Mann in eine Kasseler Klinik. Einen notorischen Graffiti-Sprayer hat die Korbacher Polizei nach einem Zeugenhinweis gefasst. Der erst kürzlich in die Kreisstadt gezogene 38-Jährige steht in Verdacht, mit einer ganzen Reihe von Farbschmierereien seine Spuren in Korbach hinterlassen zu haben. Seit einigen Wochen waren Hauswände, Werbetafeln, Garagen oder Plakatwände mit Schriftzügen beschmiert worden. Nach einem Zusammenstoß auf der B252 bei Roden musste die Feuerwehr eine 39 Jahre alte Autofahrerin aus ihrem zerstörten Wagen befreien. Die Citroën-Fahrerin war mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, dessen 29-jähriger Fahrer beim Abbiegen das entgegenkommende Auto übersehen hatte. Die Autofahrerin wurde schwer, die beiden Handwerker im Ford Transit leicht verletzt. Was genau steckt hinter dem schweren Unfall vom Campingplatz? Dass sich dieser Wagen ohne Fahrer einfach in Bewegung setzte und einen 19-Jährigen in dessen Zelt überrollte, hat 10 Wochen nach dem Unglück ein Gutachter angezweifelt. Was Anfang Juli bei Herzhausen genau passiert war, sollen nun weitere Ermittlungen ans Licht bringen. Der 19-Jährige war damals schwer verletzt und in eine Klinik geflogen worden.